herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge auf Eisenschmiede. Ja, heute tatsächlich, ich wollte es euch nicht vorwegnehmen, euch zu zeigen, wie viel ich jetzt an Kupfer farmen darf. Ich möchte wenigstens so die 1 Million voll machen. Ihr werdet das allerdings in Zeitraffer mitbekommen und nicht in der vollen Gänze der Freude. Na, das heißt, für euch 8 Minuten, für mich na mal gucken. Na, deswegen, viel Spaß euch dabei und dann sehen wir uns, wenn irgendwas zwischendrin passiert, noch extra oder eben, wenn ich damit durch bin. Ich muss kurz RP machen. Hallöchen. Hallo. Also ganz ehrlich, ne Leute, die sind schon gut bewaffnet. Die haben sogar schon Hemmetransport. Not bad. Not bad, not bad. Hallo? Ich habe eh keine Waffe mit. Brauchen keine Sorgen, haben der Herr. Eieiei. Wie bitte? Nee, weil ihr Kollege die ganze Zeit so misstrauisch rückwärts gegangen ist. Ich habe keine Knarre oder sonst was mit. Brauchen keine Angst zu haben. Ja, so. Das Problem ist leider, er hat einen Kriegstrauma. Deswegen ist er etwas paranoid. Ach so, ja gut, das passt schon. Ich guck mal kurz. So. Na. Kann ich nachvollziehen, Leute. Ein bisschen Angst und Respekt hier ist wichtig und ich werde so weggekurrt gleich.
Ich werde gleich so weggekort. 100%. Leute, wenn ihr mich schon überfallen wollt, dann macht's aber dann richtig, ne? Das sieht schon alles so komisch aus. Nein, nein, wir wollen dich nicht überfallen. Alles oh wei. Ich pack sogar meine Waffen okay. weg. Als Zeichen des Friedens. Ja, ich bin hier halt auch schon leider Gottes hops genommen worden. Gestern. Und deswegen auch ein bisschen Respekt vor Leuten, die bewaffnet sind, egal wie klein die Waffe ist. Wollen Sie eine Handfeuerwaffe? Nee, alles gut. Es ist, ich bin gestern dann leider Gottes, wurde ich überfallen dann auch nochmal, hatte eine Pistole bei mir und ich habe vergessen, wenn ich aussteige, dann zückt man ja die Pistole relativ zügig, ne? Naja. Das war nicht so optimal. Ja. Da lag ich dann auf einmal im Krankenhaus. So. Aber wie teuer war denn der LKW? Ich habe ja leider noch keinen LKW-Führerschein, geschweige denn mir sowas. Ist der also mit, ist der mit so einem hier Sonderzeug wie die Transporter da? Oder kann man den so fahren, ohne dass man jetzt irgendwas extra noch braucht? Na, Sie brauchen eine LKW-Lizenz. Dafür. Okay, ja gut, das ist okay. Okay. Und wie teuer war der LKW soweit? Glaube. Also der LKW, der hat 2 Millionen gekostet. Oh, relativ weit fair, okay. Da muss ich doch ein bisschen Kupfer abbauen. Aber geht ja relativ zügig, die Strecke ist ja nicht zu lang. So. Ja. Dann wieder angenehmen Tag Ihnen und schön ruhig. Genau. Oh Leute. So. Ich sehe mich da sowas von gleich hochgenommen. Am Kupferhändler. Ich sage euch das. Das endet doch im Notfall mit Mord und Totschlag. Oh wei. Hoffentlich sind die einfach friendly. Ich meine, die wissen ja, was ich hier an Money damit mache. Das ist ja im Vergleich zu denen ein relativer Witz. So. Leutchen. Aber ja, das erste Mal jetzt in den ganzen Touren, dass ich hier andere Farmer noch gesehen hatte bei Kupfer. Ja, dass die sogar bewaffnet sind, ist schon interessant. Und ich hätte wirklich gedacht, dass sie mich hochnehmen. Also, ich weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht, warum sie es nicht gemacht haben, ob das jetzt selber Sorge war oder wie auch immer, aber ich bin ganz froh drüber, dass sie mich nicht hops genommen haben. Und ich hoffe einfach mal, dass sich das am Händler jetzt nicht noch umändert. Wartet's ab. Du. Ja, wenn alles soweit, ne, passt, dann sollte das soweit erstmal die letzte Fuhre Kupfer gewesen sein. Dann würde es halt weitergehen mit Diamanten. Na? Aber ihr solltet ja dann in den Zusammenschnitten jetzt mitgekriegt haben, ich habe jetzt ein paar Touren gemacht, wie lange sich das auch zieht. Also ihr werdet das in, ich glaube, vierfacher oder achtfacher Geschwindigkeit gesehen haben. Ja, aber ich kann euch versprechen, so ein paar Touren, ich habe ja nicht alle auch aufgenommen an Touren, aber die ich aufgenommen habe und zusammengeschnitten habe, holla die Waldfee, das zieht sich. Das zieht sich unfassbar lange. Und ich möchte hier gerne weg sein, bevor die kommen. Das heißt, beeilen. Ganz schnell beeilen. Und weg hier. So. Ich muss hier nicht sein, wenn die kommen. Ich muss hier nicht sein. Nö. Tschüss. Oh, der Preis ist. Ah, ne, der ist nicht gut. Gott sei Dank. Sehr schön. Fahrt ihr mal da lang. Ich fahre jetzt hier zurück. Und einfach lasst mich in Frieden. Ich brauche keine Konfrontation. So. Nee, aber wie gesagt, Leute, jetzt zahlen wir noch ein und dann geht's halt die nächsten, in der nächsten Folge weiter mit Diamanten. Diamanten, muss ich sagen, sind so das, was mir jetzt empfohlen wurde als nächste Farmmöglichkeit. Ja. Vorher organisiere ich mir halt noch einen LKW. Und dann gucken wir mal.
was wie wo da so rumkommt. Man muss halt sagen, das war jetzt ja anstrengend, ne? Auch wenn die Route nicht hier so lange ist, von da zu da zu da. Aber immer wieder dieses Wiederholen und du kriegst ja nur so knapp 200.000 circa pro Tour, wenn es halt gut läuft. Das zieht sich schon ziemlich lang. Also Leute, wirklich, wenn ihr hier anfangt, fangt lieber direkt mit Diamanten an, aber nicht mit Kupfer. Lasst das gut sein. Das ist aus Nostalgiegründen eine schöne Sache, aber es macht keinen Sinn. Es macht vorn und hinten einfach keinen Sinn, Kupfer hier zu machen. Also da brauchst du echt lange, vor allem mit so einem kleinen Truck. Da lohnt sich's wohl eher mehr, wenn man hier Diamanten mit so einem Truck macht und danach Kupfer mit einem größeren. Ne? So, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die verkürzte Version einmal gefallen. Mit der verschnellten Sache, ich habe da ein bisschen Musik und so weiter ja drüber gepackt. Und dann geht es nächstes Mal weiter mit Diamanten. Ich gehe davon aus, dass wir dort dann auch das erste Mal hops genommen werden. Ja, da kann ich mir schon gut vorstellen. Bis dahin, haut rein und ciao.